Hallo. Schönen guten Abend. Wir haben wieder ein Match vom 5. Mini-Turnier, unserem Team-Event. Und da haben wir das Duell zwischen Ice Inc. mit Glacy und Icy Noble gegen The Key Isher mit Comp und Tignaldo. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine. Mein Fletchy bei mir ist noch offiziell Alex. Okay, Alex, okay, hier oben. Ja, hallihallo. Ja. An unserer Seite sind noch Meridio und Genus Bakker als unsere Tracker, die fleißig ihre Knöpfe drücken. Und ja. Genau. Für dich ja dein erster Commentary, was wünschst du dir denn? Ja, also ich wünsche eigentlich so, dass es nicht so schnell und nicht zu langsam geht. Also ich möchte jetzt nicht wirklich hier so ein 2-Stunden-Ziel zu wirklich sehen, wo es wirklich darum geht, dass der eine jetzt komplett last located. Also ich möchte irgendwie schon, dass es ungefähr einigermaßen angenehm ist. Für beide Teams auf jeden Fall. Aber für mich wird es halt echt interessant, da ich halt wirklich nur wirklich Kromp und Tignaldo kenne und Nombe und Glaze nicht wirklich. Genau, das Icing-Team ist, das haben wir gestern nach ihrem Match gehört, noch sehr neu. Aber das ist ja auch das Schöne, dass immer dann auch mal neue Gesichter reinrutschen können. Und wer weiß, ob die beiden nicht auch ein Ausrufezeichen im Turnier setzen können. Ja, und hier geht's direkt los. Eine Map für Swamp und für Maya. Klassisch natürlich. Der Bicky für Maya. Ah. Hier ein Start. Ja. Ja, da macht Tignaldo halt den ersten Tree. Magic. Der erste Tree. Nimmt man gern. Oh, Bomben. Nimmt man auch gerne. Ja, da kann man direkt das Castle machen, wenn man nochmal das zweite Mal dran zieht. Ja, mal gespannt, ob man sich weiter reintraut. Na. Oh, von der Bushcrab auch noch Bomben. Also, der zieht halt's mit Bomben, wirklich. Ja, da wird man gut verwöhnt. Auf Agaletsch habe ich, glaube ich, ein Herzteil gesehen. Wenn ich mich nicht irre. Hat jetzt leider den Blick nicht dort. Hat jetzt aber gesehen, dass Tignaldo tatsächlich dann den Weg. Oh, Normal geht nicht ins Schloss. Das war jetzt auch wieder sehr schnell. Ist doch komplex, auf 4 Bildschirme gleichzeitig zu gucken. Ja, stimmt. Okay, beide entscheiden sich nicht, das Schloss zu machen. Und wahrscheinlich... Oh, Tignaldo entscheidet sich für die Südroute. Ja, bietet sich natürlich auch an, wenn man dann direkt in die Moonlong Cave... Smolky für Hera in Hideout. Und beim Bowl sehen wir dann mal Sascha. Na? Na, Ui. Frühes Desert Play. Ja. Eventuell. Oh, das erste Schwert hinter Sascha. Und Green Pendant. Thief Zone. Green Pendant. Ja, sollte man für die Neuen vielleicht noch gerade erklären. Wir haben einen Duality Seed. Im Prinzip, es gibt pro Team jeweils ein Ziel, was gemacht werden muss. Ein Teammitglied muss das Pet ziehen. Ein Teammitglied muss Gen mit 5-1 beziehungsweise 1-5 ein Fast Gen legen. Da haben wir bei Glaze Seite gesehen die Moon Pearl, ein Small Key für GT, ein Herzcontainer und Abendbogen. Ist auch nicht schlecht. Der Small Key für Desert. Es kommen hier doch einige Items sehr schnell. Ja. Der Bogen. Kikeriko Well.
Ja, Tignado hat Probleme beim Minimordom Cave und lässt es sein. Ah, das ist... Natürlich mit Bomben kann das richtig nervig sein. Ja. Es reicht die Mitte. Und gleich wird er sich ein bisschen ärgern, wenn er sein Schwert hat. Ja. Ein Smoky für Turtle Rock. Ja, das auch noch erwähnt, ein normaler Key Sanity Map Kompass auch geschaffelt. Das heißt, viel in den Dungeons. Somit wird jetzt nochmal Minimordom Cave abschließen und werden dann die Information dafür bekommen. Ja, mal schauen, ob Tignaldo gleich wieder zurückgeht oder dann mal Ja. in Desert reinschaut. Meinst Eastern? Eastern natürlich. Fein war ja. Na. Und ein Schild. Ah, das wunderschöne Bagnet. Verpasst. Okay, ja. Also Abgesehen vom Minim. Backnet. Also Bagnet. Ah, Library tot. Ach ja. Ja, der südliche Teil vom Dorf kann auch mit dem nördlichen Kakariko-Teil nicht so ganz mithalten. Anscheinend. Casey macht hier blind das Race-Game. Na. Oh, ein Smoky. Hat sich gelohnt. Und es ist. Vermutlich. Oh, Castle Oh. Tower. Oh, ein Smoky für Dark Palace bei Tignados Seite. Na, Castle Tower, mal schauen, ob das Ja. hier vielleicht ein Agassi wird. Ist ein Key Sanity ein bisschen schwieriger, aber ein Key ist schon da. Na. Und damit sogar zwei Checks noch drin. Im Fall einer in Logik, also beide sind noch nicht machbar, weil entweder ein Schwert oder das Cape Genau. fehlt. Da brauchen wir noch ein bisschen Material, aber so klassische andere Dark World Access Items haben wir auch noch keine gesehen. Ne. Mit den Gloves oder dem Hammer, und dem Hammer. Dann habe ich jetzt aber auch noch nichts Wichtiges gesehen. Ich habe nur ein Smoky für Pott gesehen und das war's. Casey hat gerade eine Blue Mail gefunden. Hat man natürlich am Anfang auch sehr gerne. Ja. Gerade als ja, noch ein bisschen unerfahrener Spieler gegebenenfalls. Jeden Fall. Red Mail ist so eine Sache, aber Blue Mail hat eigentlich jeder gern. Das stimmt. Es reicht mit 4 Herzen noch am Anfang. Ja, ist natürlich auch so eine Sache, dass man in dem Modus oft nicht so viel Herzenscontainer sammelt, nicht so viel Geld sammelt, Ja, da das ja stimmt. viele Checks dann ausgelassen werden. Und ja, so also Eastern hatte nichts außer ein paar Nee. Smoky. Wird Tignado sich für Desert entscheiden oder doch wieder Minimordom und Iceward? Ja, ich denke mal, er wird das noch fertig machen wollen. Damit Hey. kommt sich. Ja gut, kommt, Ja, macht auch komm. gerade Agina. Na, ja. So denke ich mal. Ja, Tignado geht Minimordom. Wird dann vielleicht Fake flippern. Ich vermute auch, aber wahrscheinlich, denke ich mal, wird er erst Sora erstmal
lange skippen, wenn das Geld nicht auftaucht. Ein Herz. Was hat der Sand für uns? Kann natürlich auch ein sehr schnelles Ende wieder haben. Na. Ohne Keys. Obwohl, wir haben den Small Key. Ja, den Desert Small Key, das heißt. Ja gut, dann halt das offen. Ich würde jetzt denken, dass da irgendwas liegen müsste, weil die haben ja alles andere ja gescheckt, soweit ich weiß. Ja. Auch. Eigentlich fällt mir jetzt auch gerade nichts ein. Ah, ein Becky für. Oh, für diesen Dungeon. Einfach mal French Vanilla. Map für Hera. Sonst nix. Mal schauen, ob dann die Big Chest was für uns hat. Na. Letztlich zu Lamolas kommen wir noch nicht. Außer Krom findet jetzt da eine Lampe oder ein Firewatt. Oder das. Aber irgendwas muss er ja eigentlich finden. Wir kommen nicht zu Zora, wir haben... Oh, der Firewatt. Gut. Ja, du brauchst sie zum Abschließen, aber du kommst nicht ran. Sehr, sehr fies. Ja. Böses Teasing. Ach. Ja, die Handschuhe, Vanilla. Aber Boss können wir nicht legen, uns fehlt eine Feuerquelle. Aber dafür... Ja, Zora ist jetzt in Logik gekommen. Somit. Durch die Handschuhe. Und natürlich auch Back of Escape. Stimmt. Ja, das heißt, für den Fire Rod brauchen wir definitiv die Boots. Auf jeden Fall. Irgendwo werden wir sie vermutlich nicht allzu spät finden. Und Nommel geht auch Richtung Desert. Wird dann auch seine Handschuhe bekommen. Oh, Hera ist Red Crystal. Ist natürlich auch ganz angenehm, gegebenenfalls, wenn wir den Dark World Access finden, dass man direkt nach Hera in die Tier reingehen könnte. Na, auf jeden Fall. Geld. Jetzt mal okay für Eis. Und ein Herzkardinal. Wenn die anderen beiden sich dann Richtung Desert begeben werden, denn die Handschuhe werden natürlich beide haben wollen. Auf jeden Fall. Jetzt Crump nach Eastern gehend. Um sich sein Schwert abzuholen. Wird denke ich mal eventuell noch Geld farmen oder suchen für die Waterstacks, also auf jeden Fall für Zora, würde ich mal sagen. Diggi geht noch in Starcross. Ja. Oh! Findet die anderen Handschuhe. Oh. Okay. Das heißt, wir haben doch in wenigen Minuten Dark World Access, denn die Moon Pearl hat Kromp, er weiß, wo die anderen Handschuhe sind. Krass. Ja, und da geht Kromp auch direkt Richtung Darkross. Ja.
Ja, mal schauen, wann unser Team auf der linken Seite in die Richtung geht. Dadurch, dass wir natürlich keine Feuerquelle haben. Nicht ganz so attraktiv. Gerade wenn man es vielleicht noch nicht so oft gespielt hat, im Dunkeln durchs Dark Cross zu gehen. Ja. Da kann man sich auch, wenn man einmal die Orientierung verloren hat in manchen Räumen und dann noch diese Schlangen oder Ratten, dann ist es auch manchmal blöd. Und da holt noch die ersten Handschuhe. Wahrscheinlich Lacey nach Iceford Cave hin. Mutter auch. Und da hat Gromp seine zweiten Handschuhe abgeholt. Hat damit als erstes seinen Dark World Access und wird uns dann mal zeigen, was im Village of Outcasts so los ist. Auf jeden Fall. Skullwitz. Oh. Glaze macht die Waterchecks. Na ja, interessant. Denk mal, bei Tignalo hat dann doch das fehlende Zora-Geld Ausschlag gegeben. Ist nichts zu tun und. Na, Oha ja. Ist tot. Schade. Mal schauen, was Waterfall Fairy für uns hat. Na, und die Zora Ledge nicht zu vergessen. So, Chess Game hat. Was für wunderschöne Items. Das zweite Schwert. Sehr gern gesehen. Und es macht auf jeden Fall angenehmer, gegen die Sprite zu kämpfen. Geht direkt erstmal die Front checken von Tiefsaun. Und natürlich dann auch in einem eventuellen Genfight die Mindestausstattung. Ja. Und da ist ein weiteres Marki für Eis. Waterfall Fay war tot. Ja, nach Eis will man. Ja, nicht wirklich. Nee. Ohne Hammer, ohne. Firebird. Ohne Hookshot, ohne Somaria. Ja. Na gut, der Firebird muss ja eh erstmal kommen. Also, ach, obwohl, ne, Tiki hat ja schon Bombos. Ja. Ich habe jetzt nicht gesehen, was auf Zora Ledge lag. Nee, das ging ein bisschen zu schnell. Nicht. Oh, das tempert in Tiefsaun. Also gute Schwertausstattung. Gegnerkämpfe werden hier jetzt nicht mehr das ganz große Problem darstellen. Auf jeden Fall. Sehr. Das ist angenehm. Auf jeden Fall sehr angenehm. So, Ziehhaus. Ein kleines Herzteil. Und Norbe sammelt anscheinend das Geld für Zora. Oder hat das Geld gesammelt. Er ist ja auf dem Weg zu seinen ersten Handschuhen. Ja. Bleibt halt wirklich die Frage, wann machen sie das Dark Crossplay. Tiki macht den Hylian für Zora. Also für das Zora-Geld. Und hat die Flöte gefunden in der Brewery. Ui. Ja, es ist jetzt natürlich gerade so eine Sache. Kromp kann ja in der Dark World wirklich schon mal einiges vorarbeiten. Auf jeden Fall. Es ist natürlich ein massiver Zeitgewinn gerade alles. Das stimmt. Und Icy Noble geht ja auch den ganz langen Weg zu Zora. Ja.
Gut, er muss ja halt nur so rauschecken, weil er weiß, Hobo's tot, die Ward of Affair ist tot. Hat auch nur eine Bombe und nicht das Geld, Zora und neue Bomben zu bezahlen. Ja. Da will man es vielleicht dann auch nicht mit den Fake-Flippern riskieren. Das stimmt. Und Tiki sammelt auch das Geld für Zora. Redquist, Skullwoods und ich glaube Blue Pendant Swamp, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war ich gerade nicht mit meinen Augen. Ein Kompass war auf der Zora Ledge. Ja. Da hat Glaze jetzt nun auch seine ersten Handschuhe. Stumpy ist leider tot. Sehen wir gleich auch mal noch, was die Hype Cave für uns hat. Na. So. Norman checkt gerade Zora und Zora hat für uns. Oh, die Boots! Okay. Okay, das heißt also Boots für Fire Rod für Mitz. Das heißt, Desert ist abschließbar. Und das natürlich auch noch. Und nicht zu vergessen, wenn sie Dark Red Access bekommen, ist dann auch Skywoods abschließbar. Feather Rock, genau. Smoky. Oh, noch ein Biggie für Tower Fair. Ja, solange wir den Hookshot nicht haben. Na, oder den Spiegel, je nachdem. Ich meinte für Herapod. Achso. Um den Key zu umgehen. So. Das stimmt. Biggie hat jetzt auch sein Dark World Access, wird dann. Wird dann. Auch mal da. Mal schauen, in welche Richtung er geht. Ich glaube, er wird jetzt noch schnell. Nee. Okay, hat sich anscheinend umentschieden. Ich hätte jetzt gedacht, er wird sich entscheiden für Ice oder für Zora. Aber Zora möchte mal, glaube ich, in diesem Moment irgendwie für. Ah, er will jetzt zu Zora. Ja. Funktioniert, ja. Ja. Dann wird Tiki auch seine Boots gleich haben. Kromp hat sein Zora-Geld auch jetzt nur bekommen durch den Schmied. Ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt und da wird Kromp auch ziemlich schnell direkt hinterhergehen. Ne, da er das Pferd. Da er die Flöte hat als gutes Transportmittel, um schnell an die Boots zu bekommen, durch den Fake-Flipper bei der 8. Und Tracy geht auch den langen Weg zu Zora. Also gerade machen ja alle dann doch ihre Zora-Erfahrung, dem alles andere nicht mehr da war. Ja. So wird mit Norbert jetzt nun Desert abschließen. Ob es Küste oder Pendant ist, wissen wir leider noch nicht. Somit wird es eine kleine Riesenüberraschung. Könnte dann vielleicht so ein erstes Zeichen sein, wer welches Ziel dann verfolgt. Naja. Oh, ein Smoky. Für Swamp. Ui. Der kann natürlich sehr wichtig sein. Dass man den so früh findet, das ist auch interessant. So, Tignado holt nun auch sein Fireward ab und wird wahrscheinlich Desert abschließen.
würde ich jetzt vermuten. Ja, wenn man schon mal hier ist. Na. Allein für das Wissen. Das stimmt. Lacey geht dann jetzt wohl auch in Starcross. Ja. Und mit Firerod ist immer noch dunkel, aber man kann die Torches anzünden. Und dadurch ist es in der Logik. Das stimmt. Skulls Woods hatte bis jetzt, glaube ich, nur den Swamps Marquee. Habe ich jetzt auch nichts anderes mir gemerkt. Oh, der erste Crystal. Und dann haben wir noch ein. Na gut, jetzt haben wir da mit dem Hyrule Castle Key zumindest das komplette Castle dann in Logik. Auf jeden Fall. Zick. Na, du hast anscheinend den falschen Putt aufgehoben, um. Okay. Das ist ungewöhnlich. Interessanterweise, einem der beiden Spieler auf der linken Seite ist gestern Ähnliches passiert. Ja, gut. Man denkt, man ist gleich beim Boss. Man möchte den Boss abschließen. Man ist schon bei den Gedanken dabei. Und dann kann es natürlich passieren. Hat er sich schon in diesem Raum gefühlt? Ja, auf jeden Fall. So, da aktiviert Krom nun endlich seine Flöte. Oh. Kingstomb. Und Kingstomb hat... Ah, ein Herzcontainer. Ja, zumindest ist es von Herzcontainern bisher auch relativ ordentlich. Da muss sich jetzt niemand mit 3-4 Herzen herumschlagen gerade. Das stimmt. Ja, auch Tignalus Seite ein ganz guter Lamoras Kampf. Hat jetzt auch Crystal Nummer 1. Und ich denke mal, je nachdem ob Kromp dann nach dem Fire Rod weitergehen wird, werden wir sehen, welche Richtung. Das stimmt. Es kann ja immer noch ein Agazit sein. Wenn man jetzt so sieht, wir haben keine Flippers, wir haben keinen Hammer. Die Zeit Dark World ist ja noch nicht offen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich weiß gerade nicht, inwieweit man gegebenenfalls ich Fake flippern kann oder so. Aber zumindest von der Logik her haben wir da keinen Zugriff, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Stimmt, mir fällt gerade auf, für Kromp ist ja die Meyer Area offen. Kromp hat ja die Flöte und die zweiten Handschuhe, somit ist Meyer Chat und eventuell Meyerfin offen und in Logik. Ja gut, er müsste ich. Ah ne, er hat die Boots noch nicht, aber die wird er gleich haben. Ne. Weil dann kommt auch in Meyer weiter. So, und Norbert hat nun auch seinen Dark World Access. Auf jeden Fall dadurch, dass er die ganze Dark World, obwohl ne, mittlerweile ist er nicht mehr außerhalb der Logik, da wir Boots und Fire Rod in der Logik gefunden haben. Ja. Aber ja, die Right Side müssen wir mal schauen, wann wir die in Logik bekommen. Ich denke mal, irgendwas in. Kromp hat ja, soweit ich weiß, alles in der Dark World gemacht, außer Skywards hinten, weil er halt ja nicht die Boots hatte für den Firewatt. Und
denke mal, entweder in Skywoods oder in der My Area würde ich jetzt denken. Ich denke mal, bei Tiki werden wir gleich sehen, was in Skywoods Back ist. Ja. Oh, Turtle Rock ist auch ein Quiste. Ah, da sehen wir nochmal von Normbe die Bestätigung, Swamp ist Blue Pennant. Damit haben wir schon mal zwei der Pendants raus. Ein Myers Monkey unter der Brücke im Skywoods. Somit hat Glaze nun auch seine Flotte. Und auch nochmal so ein weiteres Zeichen dann für das Maya Play sein. Ja. Aber Tiki ist auf jeden Fall mutig, hier mit seinem Fighter Sword in den Mottenkampf zu gehen. Ja. Hätte definitiv sich eben noch die beiden Schwerter holen können, die im Village liegen. Ja. Ah, da hat die Antifee noch vor dem Schlag bekommen. Mhm. Mal schauen, ob der Tanz auf dem Vulkan nicht schief geht. Ja. Aber da Tiki auf jeden Fall ein erfahrener und gutes RNG hat, denke ich mal, wird es kein Problem sein. Aber das Zeug hat er natürlich. Muss nur die Motte vielleicht auch ein bisschen mitspielen und sich nicht zu sehr verstecken. Das stimmt. Aber wie man sieht, spielt die Motte sehr gut mit. Ja, Tiki kommt hier ohne Schaden zu nehmen sehr sauber durch. Ah, jetzt doch mal. Komm, hab ich's gesagt. Ah. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Stimmt. So, Kromp checkt Castle Tor. Oh, da. Sehr gut. Da liegt die Matte. Und es ist ein Crystal. Könnte dann jetzt wirklich schon mal das Indiz sein, dass Tiki hier auf die Crystals gehen wird. Ja, auf jeden Fall. Wenn man zwei hat. Ist nicht groß sinnvoll, da nochmal umzuschwenken. Das stimmt. Somit wird jetzt das heißt, Skywoods hat jetzt nichts Wirkliches. Nee. Würde ich jetzt denken, dass jetzt My Area was hat. Kann sein, dass ich etwas vergessen habe in meinen Gedanken. Castle Tower war jetzt noch, aber da war jetzt auch nichts dabei. Naja, nee, außer ein blauer Bumerang. Mhm. Soweit ich gesehen habe. Na. Jetzt kommst du weg hin. Gut. Zora hat er ja geholt. Möchte er eventuell Eis machen? Hm, Eis. Eis ohne Hammer. Ist schon ein kleines riskantes Spiel, auch ohne Hookshot oder Samaria. Ja, will vielleicht hier nur den Kundschafter spielen. Ne. Damit Tiki gegebenenfalls ganze Go-Moden kann. Ja. Er hat ein paar Small Keys, das heißt, er kommt ganz angenehm an ein paar Kisten ran. Stimmt. Und Normal wird die Matte mit Tempered
legen. Sollte was, sehr fix gehen. Was auf jeden Fall sehr angenehm ist. Ja. Ja. Keine Minute. Wird mit einem Herz belohnt. Hat Kromp eigentlich die Purple Chess gespielt? Ja, ich wollte es auch gerade fragen. Kann mich jetzt nämlich nicht dran erinnern. Ich glaube, der hatte das Geld von Schmied eingesackt und ist dann weitergezogen. Ich glaube auch. Aber er hat Purple Chess verpasst. Ne. Somit wird Glaze jetzt nun auch seinen Fireward abholen. Hm. Ja, Kromp muss hier die Wege gehen, die man ohne Somaria, ohne Icebreaker auf sich nehmen muss. Ja, es mangelt an Bomben bei ihm. Eine Bombe. Man versucht möglichst viele Shacks mitzunehmen. Hm. Eine Bombe braucht ja mindestens für die Big Chest. Stimmt, der kommt ja nicht weiter. Ja, stimmt, das sind dann auch nochmal zwei Locations, die jetzt Hammer gelockt sind. Ne. Das ist natürlich so ein bisschen das Play ein bisschen riskanter macht, da Hignaldo gegebenenfalls dann eben doch ein paar Sachen klären muss. Wobei wahrscheinlich dann die Hoffnung da ist, dass er Somaria bis dahin auftaucht und das einfach per Icebreaker schnell weggefrühstückt werden kann. Ja. Icy ist leer. Ah, und da sehen wir Maya Area auf Glaze Seite. Ah, da wurde Normal von der Hand geschnappt. Und, oh, Bombos. Braucht Maya. Der Zugang wäre also theoretisch da. Du müsstest dann Glaze nochmal in den Icewood Cave gehen. Ne. Oh, Silvers. Haben wir, glaube ich, bisher in diesem Turnier noch gar nicht so oft gesehen. Ne. Damit sollte das der Gen-Fight ein Kinderspiel sein. Ne. Ich denke mal, Tignado wird gleich in Maya reingehen. In der Zeit. Und ich vermute mal, Kromp wird flöten zu 3. Oder auf dem Berg? Stimmt, der Berg ist ja auch mit einigen Checks in Logik. Naja, noch können wir nicht so viel machen, aber zumindest schon mal Opa aus der Höhle ziehen und gucken, was Spectacle Rock so sagt. Das stimmt. Glacier hat sich sein Bombus abgeholt. Icy Noble scheinbar irgendwie gerade ein bisschen am überlegen. Sucht er irgendwas? Na, der Onkel belohnt dich mit 20 Rupees. Hat jetzt aber wohl sein Ziel gefunden. Glaub auch. Und Spectacle Rock. Oh, Eva. Und obendrauf wie Vanilla. Ein Herzteil. Ein zweites Schild auf Tignaldos Seite. Macht erst K.
Katzen in den Chest. Ja, wenn man schon hier drin ist. Ne. Ja, bisher war ja auch noch nichts Spannendes dabei. Relic jetzt gerade auch, wo denn die nächste Progression auf uns wartet, die uns logisch. Schlippers. Ah, ja gut, dann haben wir jetzt auch mal einen logischen Weg auf die rechte Seite in der Dark World. Ah, wir haben noch relativ spärliche Potsmall Keys. Oh, der Eastern Bicky. Auf der Right Side bei der Spike Cave. Nicht bei Spike Cave, Spike Chess. Definitiv, dann werden wir da auch in Kürze dann sehen. Ob und da das Quake bei Tignados Seite. Jetzt ist doch nochmal einiges raus. Aus Meier. Ja. Damit ist schon mal gegebenenfalls eine Turtle Rock Frage obsolet. Wir da brauchen. Hat Tignado den Big Key von Meier? Ich glaube nicht. So Lord Tracker, nein. Oder? Doch. Okay, doch. Okay. Kannst aber dann doch immer noch nicht abschließen, da der Somaria fehlt. Das stimmt. Aber zwei Checks muss er noch holen. Den Biggie für Eastern und was war auf der Brücke? Ich glaube, da war das, nee, das IFA war nicht da. Ah, die Flippers. Ja, genau. Damit haben wir aber auch jetzt das Iceplay in Logik gehabt. Ja. Oh, ich sag mal, Eastern ist auch ein Crystal. Na gut, dann wird da Tiki schnell hingehen. Und auf jeden Fall Eastern abschließen. Ja, dann schon Nummer 3. Natürlich auch relativ wichtig, sich hier eine Schnellzeit rauszuholen, da am Ende die Durchschnittszeit von beiden Spielern zählt. Das stimmt. So, dann werden wir die letzten zwei Checks hier auch noch erfahren in Eastern. Immer noch ein Turtle Rock ist auch ein Crystal. Was bleibt denn überhaupt da noch für den letzten Pendant übrig? Pot, Eis und Meier würde ich jetzt sagen. Ja. Genau, müssen eigentlich die letzten drei verbleibenden sein. Das heißt, potenziell einmal Hookshot lockt, einpendend, eventuell einer Somaria lockt. Bei Pot fehlen uns eigentlich dann nur die Keys. Das stimmt. Weil Tracy wird uns da mal zeigen, was ein Pot ist. Auch wenn er nicht weit kommt, aber zumindest ein paar Checks sind drin. Und wer weiß, man hat es oft genug, dass ein Pot-Key in Pot steckt. Und eventuell vielleicht das nächste Progress-Item. Das natürlich auch. Dadurch, dass uns ja nach fast 45 Minuten immer noch mit Dark Death Mountain ein relativ großer Teil verschlossen ist, sind so die Möglichkeiten nicht mehr groß. Stimmt, die Pyramide haben wir noch und Catfish. Dürfen wir ja nicht vergessen.
Aber wir kommen ja nicht mal auf die East Side von Light World Death Mountain. Das stimmt. Norm wird wieder am Überlegen, was er am besten machen könnte. Mhm. Oh! Da ist der Pott. Wie man es kennt. Ja, damit macht sich natürlich schon mal einiges mehr auf. Ne. Komm, wird jetzt ein bei Eastern finishen oder hatten wir in Eastern irgendwas verpasst gerade? Big Chess habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hm. Ist jetzt gerade auch kein Item bei Tiki oder was irgendwie ein Key. Ach, kommt war ja noch nicht in Eastern, er braucht ja wahrscheinlich noch den Potsmalky. Ah, nee, okay. Erst. Ja, nee, das ergibt natürlich Sinn. Aber er geht trotzdem noch weiter? Vielleicht war doch noch was in der Big Chest. Geht auf jeden Fall zielstrebig direkt nach links durch. Ich glaube, ich weiß, was da drin lag. Ich glaube, der Big Key für Thiefstown. Mhm. Weil das sehe ich gerade auf Tignados Tracker. Er hat den Big Key für Thiefstown gefunden. Der wird wahrscheinlich, glaube ich, in der Big Chest liegen. Ja gut, wenn da kommt ja wahrscheinlich der Pennenspieler ist, den wir da dann definitiv haben. Oder ist da auch irgendwas? Wahrscheinlich dann auf Amos. Oh, der Hammer lag auf der Right Side im Pot. Das ist auch mal schön zu sehen. Das heißt, man kann einfach vorne die Tür sparen. Ja, gut, mit dem Hammer machen sich zumindest so ein paar kleine Sachen auf. Oh, hier haben wir noch ein Fetch Quest. Im Dark Maze. Ah, ne, im Dark U sind wir. Ja. Ist natürlich mit der Flöte der Pilz auch. Und die Red Mare auf der Pyramide. Ja. Da lag der Big hier auf den Amos. Sehen wir bei Glaze-Seite einen Hammerjump eventuell? Ne, schade. Überrascht mich gerade, dass er dann doch lieber die Harmless Hallway Chest gemacht hat. Statt ins Dark Maze zu gehen. Eventuell kann er sich vielleicht noch nicht so richtig orientieren. Ja, fühlt sich da vielleicht nicht sicher. Ist natürlich auch nochmal eine andere Drucksituation, wenn das auch noch restreamt wird. Ne. So, da wird Krom nun sein erstes Pendant abschließen. Ich habe jetzt nicht beobachtet, wo hat Glaze den Spiegel her? Oh. Das habe ich jetzt wirklich nicht beobachtet. Also was war der jetzt auch noch gerade in Pot eigentlich? Muss es ja eigentlich gewesen sein. Ja, Pot. Ja, stimmt. Okay, dann wird Tignado gleich den Mirror auch haben. Mhm. Somit wird Krom die Information auch haben und ist dann näher. Tiki ist durch die Mitte gegangen, hat dafür einen Schlüssel investiert. Heieiei. Oh, okay, aber beide Schlüssel für die Big Key Chest. Oh, Powder. Ein Powder. Hat jetzt aber, na gut,
seinen Spiegel dann wahrscheinlich erstmal liegen gelassen. Ich glaube auch. Weil an den wird er wohl nicht mehr rankommen. Das stimmt. Auf der rechten Seite lag, glaube ich, nur der Hammer, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe. Attic Chest ist leer. Ich meine, dass er jetzt kein großes Interesse hat, Pot abzuschließen, ist ja klar, aber... Ah, okay, er kommt an den Spiegel. Da ist ja wahrscheinlich nochmal ein Key gewesen, oder? Ach nee, in der Spiegel da hinten in der ersten Chest, das braucht er ja keinen mehr. Dann ist ja halb so schlimm. Vielleicht ein bisschen ärgern, dass er im Nachhinein den einen Key gewastet hat, aber das stimmt. Das wichtige Item hat er auch so bekommen. Könnte natürlich interessant werden jetzt, wenn der Pilz was Wichtiges hat. Ne. Und somit geht jetzt Signalo die auf der Hookshot-Seite die zwei Checks machen und eventuell kurz zerlegen? Ich denke mal schon, also potenziell ist es ja noch ein Crystal, das heißt, dann wären schon vier. Ja. Und wandern beide auch mal den Berg intensiver ansehen. Da haben wir jetzt ja eben auch neben Hera noch die Paradox Cave und so in Reichweite. Stimmt. Lacey wird noch den Pilz einlösen und zu Catfish gehen. Und wir haben auch somit, da wir auf die Right-Side des Berges können wir auch noch GT, wenn ich mich irre. Aber nicht für viele Shacks. Vier, glaube ich. Vier Shacks sind GT. Oh. Mit einem Key weiß ich gerade gar nicht, wie weit wir links weiterkommen. Ja gut, naja, ohne den Hookshot kommen wir ja wahrscheinlich dann an 7 mit der Torch, oder? Nebenbei noch Vielleicht? Zu erwähnen, Komp hat noch die gerade eben blind gelegt, hat seinen ersten Pendant, das Green Pendant. Das kann er sehr gut einrouten. Das wird er nämlich jetzt machen. Der wird erst nach Pot gehen, um dort seinen Hammer, seinen Spiegel abzuholen. Und lässt sogar die Blue Mail auf der Pyramide liegen. Ach, er rennt immer noch mit Green Mail. Okay, krass. Oder vielleicht wurde es auch nicht getrackt. Da Möglich. Kann man verstehen, dass hier rote liegen gelassen wird. Das Eigentlich stimmt. Müsste die blaue ja eingesammelt haben. Haben ja alle anderen auch. Ja. Auf gleicher Seite sehen wir, glaube ich, ein Swamp-Play. In der Zeit checkt Normal immer noch die restlichen Checks in Maya. Swamp interessant, ich hätte es dann doch eher noch den Berg erwartet, aber ist natürlich auch einiges im Dungeon abholt. Casey will jetzt erstmal noch K45. Wahrscheinlich machen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie schon über Stumpy Bescheid wissen. Ja. Und das Digging Game. Stimmt. Ja, und da hat Nombe noch einen weiteren Tod im Meier. Bomb hätte beinahe den Schlüssel gewastet. Oh ja, 3 Small Keys für Pot. Ja. So kommt er. Ein bisschen weiter. Hat er irgendwie schon den Big Key eingesammelt?
Weil ich sehe ihn zumindest bei niemandem im Tracker. Okay, laut Chat hat er. Okay. Oh, Eis ist ein Küste. Somit haben wir unseren vierten Küste. Oh, Tignado ist im Go-Mode. Er kann jetzt noch Tower of Hera abschließen, ja, somit stimmt. Hat er seine fünften Küste. Und denke mal, er wird dann direkt nach Ganon. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie dann noch schnell in GT reinguckt, ob da irgendwas für Chrom drin liegt. Ja. Und ja, Pott oder Meier ist dann der letzte Pendant. Das heißt, für Meier bräuchten wir dann immer noch den Somaria. Oder den Bicky. Für Pott. Den. Genau. Na, da sehen wir gleich Eva Tablet. Und natürlich für Swamp brauchen wir noch den Hookshot. Das stimmt. Und noch ein GT. Smoky kann man jetzt nicht so viel mit anfangen. Ja. Solange wir dann doch durch Mangel Somaria und Hookshot da ja auch sehr gelockt sind. Das stimmt. Man kann zwar die ganze linke Seite out of logic spielen, aber es wird sehr viele Bomben kosten. Und ein falscher Small Key, ein falscher Big Key für Skullwoods, den will man jetzt nicht mehr sehen. Und, ah, schade. Keine kleine Pause für Tignado. Noble und Meier werden heute auch keine Freunde mehr. Anscheinend. Ich glaube, er ist jetzt das dritte Mal gestorben. Mhm. Habe ich da jetzt gerade richtig gesehen? Auf Chroms Seite ein Butter? Gut, wir haben das Dark Cross nicht gesehen, möglich. Und ein Total Rocks Mark. Okay. Auf jeden Fall werden wir gleich sehen, ob da ein Butter. Ja, laut Chat hat er. Tja, also im Prinzip fehlen uns also noch zwei Items für Go-Mode bei Chrom. Ja. Die Tiki hat. Würdest du an Tignado-Stelle noch die Right Side des Berges noch checken? Ja, würde ich machen. Also wie gesagt, ich würde jetzt eigentlich noch die Right Side spielen plus in GT reingucken, gegebenenfalls. Es sei denn, Chrom hat sich jetzt dazu entschieden, weil er geht jetzt auch da hoch. Ja. Und da sehen wir die erste Flasche auf Tignados Seite. Mhm. Auch nochmal so ein Check, der jetzt so ein bisschen abseits liegt, auch wenn man die Flöte hat. Ja, nee. Da kommt jetzt doch sehr zielgerichtet auf den Berg geht, denke ich, dass Tiki dann auch finishen wird. Ja, er wird wahrscheinlich noch Red Bomb mitnehmen. Mhm. Weil es halt auf dem Weg liegt. Ja. Weiteres Marky für Putt. Aber da wird es jetzt auch keinen Sinn ergeben, wenn jetzt beide auf den Berg rumgucken. Das stimmt. Könnte also für Tiki. Ah, obwohl. Zumindest ein paar Sachen will er nochmal. Ja. Es gehen sogar beide auf die rechte Seite. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen. Das stimmt.
Vielleicht dann einer macht Lightworld, einer macht Darkworld. Ja, stimmt, ja. Krom macht Lightworld und Tignado macht anscheinend Darkworld. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Zeitersparnis dann dadurch ist. Nee, TT einfach. Okay, dann macht Tiki doch das TT-Play noch. Ah, okay, Havan wird angesprochen. Glaze hat, glaube ich, die Schaufel ins Wurm gefunden. Was zu GT noch gesagt sein soll, der GT Big Key ist nicht zu finden, das heißt, der Climb ist in auf keinen Fall irgendwie in irgendeiner Art von Logik abschließbar. Genau. Also da wird... Der Somaria trotzdem. Und da ist ein Big Key ausgebuddelt worden. Und das ist der Pot Big Key. Ja, das heißt, Krom müsste dann mal an die Schaufel ran. Nicht unbedingt. Wenn jetzt Maya wirklich das letzte Pendant ist, dann... Oder alternativ natürlich das. Na. Wenn jetzt Maya wirklich das letzte Pendant ist, dann... der Hookshot fehlt. Ja, deswegen. Also entweder Hookshot oder buddeln gehen. Ja. Ist natürlich auch die Frage, wo ist dieser Hookshot? Das stimmt. Der kann halt blöd jetzt überall liegen. Jetzt haben wir noch Hammerpacks. Ja, Hookshot auf Witty wird hier schon gefordert. Und eine Map für Pot. Oh. Und Tiki geht als erstes in seinen Endfight. Nach einer Stunde. Man sollte mit Silvers und Tempered absolute Formsache sein. Ja. Ja, da sieht man schon, dass das alles komplett einstudierte Bewegungen sind. Auf jeden Fall. Dann sind wir in Phase 3. Ja, das werden gleich Glacy und Icy Noble sehen, dass Tiki beendet hat, wenn sie in den Race Room gucken, und das wird sie natürlich ordentlich unter Druck setzen. Ja. Weil sie natürlich absolut nicht wissen können, wie es bei Krom aussieht, und sie jetzt wirklich dann einen Spieler aufs Schnellste finishen muss, um diese Differenz klein zu halten. Und GG an Tignado. Genau. Haut die GGs rein mit 1:1:46. Als erstes durch. So, wo hat man hier Thiefstown Big Key? Und ich glaube, den hatten wir recht früh gefunden. Weil den hat Glacy ja scheinbar noch nicht. Weil er müsste, wenn er jetzt der Pendant-Spieler ist, dann halt auch so langsam mal Pendant sammeln. Ach, Armor Knights waren das, genau. Ja. Und Armor Knights hat ja keiner von den beiden. Ja. Müsste dann jemand mal nach Eastern gehen. Ich meine, Glacy hätte zumindest auch den Big Key, um Eastern zu finishen. Ja.
Dann kommt, denkt dran, dass er hier den langen Weg nehmen muss. Den Turtle Rock. Mal schauen, ob das Glück da ist. Ich meine, wir wissen, dass eins von beiden Sachen oder eins von zwei sucht er ja. Eine davon kann aber hier nicht sein. Ja. Das heißt, er hofft jetzt irgendwie, muss er auf den Hookshot hoffen. Das stimmt. Und oh, da ist der Hookshot. Go-Mode Cromp. Spiegelt sofort raus. Ist denn Meyer jetzt eigentlich ein Pendant? Ich hab's jetzt nicht gesehen, deswegen. Stimmt, gute Frage. Hatten wir das überhaupt geklärt? Ja, da werden wir dann gleich sehen, was Meyer sagt. Was Swamp sagt. Swamp ist ja klar, was Meyer danach sagt. So rum. Ach. Ne. Im schlechtesten Fall hat er natürlich jetzt in. Ich hab's jetzt nicht richtig gesehen. Ich glaube, Pot war ein Crystal. Okay, dann, würde ich sagen, komm und willkommen. Nombel und Glaze machen so gesehen parallel beides. Wir haben zwar also parallel den Somaria eingesammelt, den einer von beiden braucht, aber naja, es ist so. Es müsste halt irgendjemand mal in Richtung Eastern gehen. Das stimmt. Haben wir gerade den Specky gesehen, der ja seit diesem Turnier erlaubt ist. Ja. Okay, Gromp macht keine Drohnen offen, also ist Maya auf jeden Fall Pendant. Team Ice Inc. will jetzt doppelt GT spielen, obwohl, Lacey ist in Hera gespiegelt. Ja. Aber ist eigentlich, obwohl der Noble hat ja schon Hera absolviert. Ne. Da war jetzt irgendwas noch in Hera. Eine Flasche war da nur. Mhm. Und Sickkind hat bis jetzt keiner gemacht. Soweit ich gesehen habe. Und ein weiterer Small Key für GT im eigenen Dungeon. Und da sehen wir einen wunderschönen Argus Fight. Oder lag irgendwas? Ich glaube, es lag ein Key auf Mordom. Sonst ich würde kann mich daran erinnern, dass irgendwie. Ach, ich glaube, ich weiß, warum Glaze Mordom abschließt. Weil er noch kein Crystal hat und falls irgendwas in GT liegt, dann kann er ja schnell hin. Ja gut, nee, das ergibt dann Sinn.
Deswegen dann auch das Portal direkt davor. Ja, kleine Probleme. Muldorm darf einen kleinen Sieg für sich verbuchen. Ne. Oh, Half Magic. Na, letztlich kann ja jetzt eigentlich in GT auch nichts mehr Wichtiges legen, sondern höchstens noch was für den Komfort, wie die Half Magic. Ne. Und Rom ist dann jetzt auch auf seinem letzten Weg zum letzten Boss. Ne. Aber ich weiß gar nicht, hatte Kromp auch Third Rock Informationen oder gambelt er hier gerade noch? Die haben Third Rock Informationen. Okay, ich wusste nicht, welche Seite dann am Ende das entdeckt hatte. Ich glaube, Kromp hat das entdeckt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Nombe? Ja. Turtle Rock, ja, nein? Ist, glaube ich, gerade wieder am Nachdenken, welchen Weg er einschlagen will. Ja, entscheidet sich doch für Turtle Rock anscheinend. Krom muss sich hier ein bisschen im Dunkeln zurechtfinden. Ist nicht der angenehmste Raum. Ja, aber er hat's geschafft. Lampe hat ein Team irgendwo gefunden. Sieht nicht so aus. Muss irgendwie auch tief versteckt sein. Ja. Aber gut, wir haben weite Teile von GT nicht gesehen. Das stimmt. Daher. Da die Frage, ob Noble dann gleich mit dem Hutspot nochmal in GT reingeht. Ich denke. Er ist am Überlegen. Er geht weiter. Ich würde sagen, das würde ich jetzt behaupten, dass Nombe weitergeht in Turtle Rock und Glaze sich einfach wahrscheinlich den Hookshot holt und dann zurück in GT geht. Ja, sieht so aus. Oder kann natürlich auch sein, dass Glaze dann sagt, okay, jetzt kann ich endlich einen Dungeon abschließen. Stimmt, ja. Geht dann sofort nach Swarm. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Weil Meier müsste er jetzt auch abschließen können. Ja. Er braucht dann nur noch den. Aber die haben. Aber die haben leider nicht die Information, dass Maya ein Pendant ist. Na gut, stimmt. So, somit wird jetzt Kromp Richtung Pet gehen. Und den Ziel somit für sich beenden. Genau. Heimer ist schon gerade abgeschaltet bei Kromp, aber wir sehen ja zum Glück bei Glacy noch einen laufenden Heimer. Naja. Wird also dann so mit 1.13 ins Ziel kommen. Auf jeden Fall. Nombe geht Swamp? Nee. Okay. Haben vielleicht die. Ist halt nur die Frage, haben die die Information, dass Swamp ein. Nee? Nee, er geht Richtung Pott. Oder? Und. Nee. Er macht da jetzt die Red Bomb.
Mit 1, 13, 9 beendet Grom den Seed für sich. GG an ihm. Ja, GGs. Also knapp 1,7 im Schnitt. Ja. Aber das ist natürlich dann nichts mehr zu machen für Team Ice Inc. Ich denke mal, Icy Noble hat es direkt gesehen. Und vielleicht schon verfaltet. Und Glacy scheinbar jetzt auch. Ja, okay. Trotzdem GG an beide. Genau. Trotzdem hart gekämpft. Und da sind schon unsere Sieger. GG an euch. GGs. Ja, danke. Ja. Ihr habt euch eigentlich gefühlt während des Seed, als ihr bestimmte Items gefunden habt. GGs. GGs an euch auch. GGs, ja. Nochmal eine Frage. Ich hab's jetzt akustisch alles nicht verstanden. Wie habt ihr euch gefühlt während dem Seed? Unterschiedlich. Wir waren ja, wir haben aus dem Logic ja gespielt, wir haben die Titans gefunden. Und da habe ich aber auf jeden Fall, oder Kromp, ich weiß ja nicht, einer von uns beiden, dass Progression auf jeden Fall auf Zora was liegt. Aber das haben wir beide sogar gesagt, weil. Ja, irgendwas liegt da drauf. Für den Fire Rod. Weil. Das war das einzige Item, was wir noch gesehen haben, was uns eben halt unser Darkwood Axis den Mitz gelockt hat. Naja, aber so allgemein eigentlich gut gefühlt. Also war schon sexy. Also. Ja, also flach. Nein, du, ich hatte dir schon mal gesagt, du sollst nicht über mich erzählen. Entschuldigung, ich nicht wieder vor. Nee, also ich fand den Sieg sehr angenehm. Habt ihr während dem Race entschieden, wer Pat und wer Ganon macht oder direkt schon am Anfang? Oder? Nee, wir haben. Sprich du, quatsch ja gerne. Ja, dann, wenn ihr Tignado also fragen müsst, einfach Tignado sagen, dann halte ich auch meinen Mund. Wir haben es währenddessen quasi gemacht und zwar, Tignado hatte da schon zwei Crystals, glaube ich, gehabt, da habe ich gesagt, geh du auf die Crystals, ich mach die Pendants. Ja. Ich glaube, der unbekannte Eastern Price war, glaube ich, so dann die Entscheidung. Ja, was genau. Da war der Tiefsam Big hier auf Amos. Ja. Dann natürlich noch GGs an Mr. Noble und Glacy. Wie habt ihr euch im Seed gefühlt? Ja. Nicht nochmal. Einer der schlimmsten Seeds, die ich jemals gespielt habe. Also ich fand ihn ganz spaßig. Für mich persönlich halt nur. Ja, man hat so gesehen, du hattest schon so ein paar Mal Nachdenkphasen gehabt, in welche Richtung du gehen wolltest. Ja, und wir reden nicht über Mystery Meyer, das ist nie passiert. Ja, also ich sag mal, auch anderen Spielern sind kleine Sachen passiert. Ja, wir sind halt Neulinge, wir lernen dazu, wir haben jetzt nicht eure Erfahrung. Wahrscheinlich kommen noch schlimmere Seeds, wer weiß das schon. Aber im Grunde genommen schaue ich mir die VOD an, sehe mir die Fehler an und machen wir beim nächsten Mal besser. Was anderes kann man jetzt dazu nicht sagen. Ist auch das Beste, was man auch machen kann. Also habe ich früher auch gemacht als Neuempfänger. Und da hast du immer halt deine Vergleiche, wo man besser machen könnte oder das Routing her mäßig. Ich finde das ganz gut, auch gerade für Anfänger. Also und Hauptsache, man hat ja jetzt am wenigsten Spaß, mal wenigstens mal, vielleicht mal, hörst du es jetzt blöder, mal erfahren, wann das mal zu spielen gegeneinander. Man sieht dann halt so ein bisschen halt, ne? Und das kommt dann nach der Zeit alles, ne? Ja. Aber im Grunde genommen, ja, ist es schon ziemlich geil, solche Turniere zu spielen. Insbesondere, wenn man hier zu zweit einen sieht, das haben wir auch noch nie gemacht. Ja. Erst recht, wenn noch ein Kisanity da drin ist und dann auf einmal eventuell vielleicht Items, dann vergisst, die man nicht sich aufgeschrieben hat oder so. Oder wenn man den anderen nicht zugehört hat, wenn man sich konzentriert und das Item dann auch vertrackt. Ja. Ja. Oder wenn man vergisst, den Hammer zu tracken und deswegen nicht merkt, dass der Dark Mountain offen ist. Oder so, ja.
Aber im Grunde genommen, der Spaß hat es trotzdem gemacht, aber der sieht allgemein die Item Placements, nein, danke. Aber dennoch, GGs an euch beide. Danke, ebenso. Danke. Ja, ebenso. Danke. GGs euch auch. Ich meine, Tiki war ja auch mal zwischendurch verwirrt, als er im Desert den falschen Pot genommen hat. Ja, also da mal überlegen ganz kurz, was war das nochmal? Ich weiß nur halt, diese Info, die versuchst du gerade aufzusammeln und da willst du was machen und dabei immer so, was wolltest du jetzt gerade machen? Dann scheiße, dann bist du mal ganz kurz. Hauptsache ein Spiel was machen. Nicht blöd rumstehen, das ist immer tödlich. Mal zuhören, so, oh ja, du wolltest das machen, upsi. Manchmal passiert das halt. Weil du gerade, wenn du viele Inputs kriegst, ne, und du musst dir das und dies und das und du gibst ja auch Inputs wieder zurück, also Sachen zurück. Und dann musst du dir halt die Sachen auch ein bisschen merken halt, ne? Wie ich tracke nochmal die Sicherheit, er kommt genauso. So, und dann frage ich ab und zu mal auch mal nach, so, ich habe nicht richtig zugehört. Kannst du mir das nochmal sagen? So, ich finde das cool, dass das er auch nochmal separat tracken tut für sich, bei mir genauso. Und dann kann man sich nochmal so ein bisschen aussprechen halt, ne? Weil es ist wirklich, du kriegst so viele Sachen auf einmal. Mhm. Und dann musst du halt so ein bisschen auch überlegen halt, ne? Das stimmt. Also das Tracken von Krom, dass er mittrackt, finde ich auch eine gute Idee, falls der Teammate auch mal wirklich die Items vergisst mitzutracken, finde ich gar nicht schlecht. Ja, also ich mache das auch, ne, also wenn er was sagt oder sowas, tracke ich einmal mal meinen Tracker dann und dann ich tracke dann halt, ah, okay, ich habe das gefunden, Ice Palace, dann weiß ich schon mal, wo ist der Ice Palace Big Key oder wo ist das nochmal, ne, wenn man jetzt nicht mal weiß, wo die Kisten, wo das Big Chest, also Big Key ist oder so, aber dann weißt du schon mal einen Anhaltspunkt, ah, das ist aber da und nicht irgendwo woanders. No. Krop, wusstest du am Ende, dass Maya definitiv pendant war oder war es für dich? Ich hatte die Map in Paradox Cave, glaube ich, gefunden für Petals of Darkness, habe auch ganz schnell einen Map-Check gemacht, um zu gucken, muss ich noch den Biki für Pot finden. Oder kann ich direkt nach Maya und dann habe ich eben halt gesehen, dass Pot Crystal ist, also der letzte Crystal ist und ja, ab nach Maya. Ja, wir waren froh, dass das nicht war. Ja, weil wir wussten nicht, wo der Pot Biki war. Ja, der den Schaufel. Hat das andere Team unter gefunden. Unter der Schaufel lag okay, den hätte ich, glaube ich, komplett last located. Und ich glaube, die Schaufel lag auf Left Side Swamp, wenn ich mich nicht irre. Nee, da lag der Ice Sword, die Schaufel war die Bombable Wall in Left Side Swamp, die zweite Kiste. Ah, okay. Oh. Hm. Okay. Ja, gut, dass wir das nicht hatten. Ja. Sehr gut. Ja, ansonsten, lief das ja eigentlich alles relativ rund bei euch. Habt ihr noch irgendwelche Worte sonst zum Seed? Zum Seed? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega glücklich, dass es super alles gelaufen ist. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war ja eigentlich auch sehr angenehm mit Schwertern ohne Ende, Silvers gab's. Eigentlich so die Komfortgeschichten waren ja alle da. Mhm. Ja, dann hast du noch irgendwas, Alex? Nö, nicht, wenn mir irgendwas einfällt. Dann würde ich mal unseren vier Runnern die letzten Worte überlassen. Ich bedanke mich auch mal ganz herzlich für den Restream auf jeden Fall. Danke auch euch beiden auf jeden Fall für das Commentary mit Rio und Baka, sage ich jetzt mal. Vielen lieben Dank fürs Tracken auf jeden Fall. Und ja, an euch beiden wünsche ich auch weiterhin viel Glück. Bis noch üben. Also ich glaube an euch. Und wenn ihr Fragen habt oder so, wir helfen, also ist egal, ich denke mal, ist egal, wer oder so, wenn ihr mal Fragen habt, technische Fragen oder diesen, könnt ihr jeden Runner fragen, wir sind immer hilfsbereit. Und auf jeden Fall, vielen Dank auf jeden Fall, hat echt mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Also, ich mach da sowas öfters jetzt. Ja, dem kann ich mich auch anschließen, GG's euch beiden auf jeden Fall.
meinen allerhöchsten Respekt, dass ihr jetzt das erste Mal bei so einem Turnier mitmacht. Und auf jeden Fall Respekt, ja. Ja, macht so weiter. Ich glaube auch an euch, dass ihr den ein oder andere Überraschung hier herauszaubert. Ja, danke fürs Tracken von Medrio und Baka, Fletchy, Alex, danke fürs Kommentieren, danke fürs Aufsetzen und tschüss Zuschauen. Ich bin raus. Ja, auch vielen Dank fürs Mitmachen. Fürs, ja, vielen Dank einfach für alles. Schönen Abend euch. Ich glaube, ich schließe mich denen an. Danke fürs Kommentieren, danke fürs Tracken. Nochmal GGs. Und vielleicht schaffen wir mit Überraschung mal sehen. Ja, ich denke mal, es ist alles möglich. Es ist randomized. Genau. Also wenn wir so Seeds haben wie gestern, dann könnte das passieren mit dem Bogen im Turtlebock hinten drin. Naja, gestern war es durchaus knapp. Ja, wie ich immer meistens sage, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Gambeln, nicht gambeln, einfach machen. Einfach spielen, Spaß haben, machen, genau. Das ist immer die beste Medizin. Ja, dann sage ich auch mal schon mal danke an unsere vier Runner, danke an Alex fürs Mitkommentieren, danke an Merdrio und Ginos Backer fürs Tracken. Folgt den Runnern natürlich auf ihren Kanälen, werden sich alle drüber freuen. Und ja, dann überlasse ich mal Alex die abschließenden Worte. Ja, vielen lieben Dank an die Runner, das hat echt viel Spaß gemacht mit euch, euch zu kommentieren, und vielen lieben Dank an Medrio und Genus Backer und vielen lieben Dank Fletchy, mit dir hat es viel Spaß gemacht zu kommentieren. Dann ciao ciao und einen schönen Abend. Ciao ciao. Ebenfalls. Ciao. Ciao.